Servus, grüßt euch und damit herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal zu einer weiteren Map-Vorstellung. Ja, heute wird es ungarisch und ich kann bei Gott nicht diesen Namen aussprechen. Deswegen, ihr wisst, Google ist mein Freund. Drava. Genau. Und was das jetzt genau gibt, das gucken wir uns einmal genauer an. Wir haben auf jeden Fall hier eine Karte laut der Beschreibung, die sich im ungarischen Stil befindet. Ja, zu 80, 85% in den 90er Jahren. Wir haben 90 Flächen zum Kauf. Ey, wer schreit mich hier an? Halleluja. Ah ja, genau. Und das hier ist übrigens auch ein Goodie von dieser Karte hier mit diesen Sounds, so nenne ich es mal. Eieieiei. So. So, grüß dich. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, einzigartiger Umgebungsklang, so heißt die offizielle Übersetzung. Freilaufende Kuh- und Hühnerweide. Einzigartiger Autoverkehr. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was hier so los ist. Wir haben auf jeden Fall scheinbar hier Fahrzeuge stehen. Und Fahrzeuge ist auch ein interessantes Wort, denn wir haben hier einen Wartburg. Auch bekannt als Rennpappe. Ding, 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 ding. So. Aber jetzt fangen wir hier mal ernsthaft an. Ihr wisst, was kommt. Genau. Anschnallen, hinsetzen und Abflug. So sieht das Ganze hier aus. Eine sehr langgezogene Hauptstraße, so nenne ich es mal, mit vielen einzelnen kleinen Höfen beziehungsweise Häusern. Ja, so sieht das Ganze hier einmal rundherum aus. Ob das eine vollwertige einfache Karte ist oder ob die etwas kleiner gehalten worden ist. Ich bin mir gerade noch nicht ganz sicher. Aber wir werden es sicherlich gleich sehen. Ja, und sehen ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort. Wir sehen da unten ja die Fahrzeuge. Und dementsprechend machen wir jetzt mal den Fahrzeugcheck. So, den haben wir schon gesehen. Anhänger haben wir gesehen. Kleinen Flug und ein Grubber. Also hier habt ihr wirklich die minimalste vom minimalsten an Ausstattung. Ihr fangt ganz weit unten an und das als neuer Farmer. Joa. Und ihr habt, so ist das gelöst. Ihr habt einen gemieteten Mähdrescher. Okay, das heißt, ihr könnt dann damit schon mal ein bisschen was vom Acker holen. Dann gucken wir mal weiter hier ins Baumenü. So, hier sieht man das. Ah ja. Wenn ihr die Karte runterladet, vielleicht noch gut zu wissen, ihr habt ein ganzes Paket. Das heißt, ihr müsst einmal das Ganze entpacken und dann habt ihr die Mods da drinne. Die müsst ihr dann in euren Ordner kopieren, denn es kommen so zwei, drei Sachen mit dazu, die ihr für die Karte braucht. Und ja, werden alles gleich mitgeliefert. Hier sowas zum Beispiel. Was haben wir hier sonst noch? Misthaufen, Güllebehälter, alles klar. So, da haben wir auf jeden Fall
Okay, interessante Open Cowper. Ah, das heißt, irgendwas mit offener. Also diese freilaufende Wiese ist das irgendwie. Kleine Hühnerstall. Gut, die Deko wird meistens eh einheitlich sein, das kennen wir ja bereits. Aber wie sieht es hier aus bei den Bodentexturen? Ja. Also da ist definitiv ein bisschen was vorhanden. So, bei den Bäumen habt ihr auch eine gute Auswahl und hier bei den Blumenpflanzen, Büschen sollte auch reichen. Ja, und jetzt sehe ich hier unten schon gerade, wir haben als neuer Farmer definitiv ein Feld zur Verfügung. Und zwar das hier hinten, so wie das ausschaut. Jetzt möchte ich nur mal gucken, ob wir hier auch was verkaufen können. Okay, den Hühnerstall können wir verkaufen. Den Rest hier nicht. Okay. Müsste also erstmal mit dem zurechtkommen, was da ist. Dann würde ich sagen, wir schauen uns einmal die Übersichtskarte an. Da sehen wir auf jeden Fall hier so das Symbol für den Tierhändler. Okay, das ist auch ein bisschen interessant gemacht hier. Funktioniert aber schon mal. Deswegen, so, her damit. Und so sieht das Ganze aus. Ich zoome mal ein bisschen heraus aus der Karte. So, hier haben wir jetzt die Straße gehabt. Da ist der kleine Fluss oder Bach, was auch immer das ist. Dann haben wir hier etwas nicht definiertes. Da oben haben wir ein Farmhaus. Da gucken wir mal zuerst hin, hätte ich gesagt. Aber der Bereich gehört uns scheinbar nicht. Gucken wir mal. Nee. Doch, nutzen können wir den. Der ist schon freigegeben. Das sieht man hier. Und hier unten haben wir die Nummer 80. Die ist auch freigegeben. Also könnte man hier rein theoretisch dann seinen größeren Fuhrparkhof oder ähnliches beginnen. Ja, dann hier oben Diesel. Gut, okay. Ja, wieder kleiner Dieseltank hier, kleine Tankstelle direkt am Hofbereich. Hier unten die Hühner haben wir ja eben schon gesehen. Den Viehmarkt. Dann hier dieses kleine langgezogene Feld, was halt so typisch ist, wenn man mal so ein bisschen nach Ungarn reist zum Beispiel oder auch in andere Länder, dass hinter dem Haus meistens immer so ein kleiner Streifen ist, langgezogen, wo man dann ein kleines Feld hat für die Eigenbewirtschaftung. Ja, dann haben wir hier auf jeden Fall eine Verkaufsstation. Das lässt sich also nicht leugnen. Ja, dann sind wir hier immer noch in dieser langgezogenen Hauptstraße. Ja, hier am Ende sieht man auch noch so relativ viele kleine einzelne Felder und dann hier selbstverständlich die großen Felder. Was kosten die zum Beispiel, dass wir da mal eine Hausnummer haben? Oh, knappe 880, ja, was kleineres, 223. Hier diese Minifelder. Okay, die sind also auf jeden Fall leistbar. Von da sind wir gekommen. Dann fliegen wir jetzt hier mal in die Richtung weiter. Denn hier hinten, ganz am Ende, hier unten haben wir nochmal eine Verkaufsstelle. Das sieht mir ziemlich nach Holz aus.
Da haben wir auch nochmal eine Verkaufsstelle. Und hier unten haben wir den Fahrzeughändler, wo auch der Mähdrescher steht. Also mal eben eine Schubrakete. Okay, das, was das hier ist, das glaube ich erkennt jeder. Oh, was haben wir hier denn? Ein Motorradfahrer. Nice. Okay, sehr interessant. Ja, hier ist unser Händler und der geliehene Mähdrescher. Und hier drüben müsste dann irgendwo. Ah ja, hier. Da haben wir Verkaufsstelle. Was haben wir hier Schönes? Auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, hätte ich gesagt. Wie heißt denn dieser Ort hier? Okay. Man müsste jetzt mal auf der Landkarte gucken, bei Google oder was, wie die Region, ob die wirklich so ausschaut. Ja, also hier haben wir jetzt. Hoppala. Holz verkaufen, das war ziemlich eindeutig. Abladestelle verkaufen. Und hier vorne gibt's wahrscheinlich das Sägewerk. Ja, also so sieht das hier ziemlich danach aus. Ein bisschen ursprünglich das Ganze. Hat irgendwie auch so seinen eigenen Charme. So, dann bleibt uns hier hinten nur noch der Bereich. Da haben wir dann die Kuhwiese, Kuhweide, Misthaufen, Wasserfontänen. Ah ja, Wasserträger, Güllebehälter. So, hier landen wir jetzt mal direkt im Mist. Also die können hier richtig schön frei laufen scheinbar. Witzig gemacht. Ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr hier von der Karte haltet. Vielleicht habt ihr sie ja schon mal ausprobiert. Also das nenne ich jetzt mal hier wirklich so eine kleine Singleplayer-Karte. Für kleine bis maximal mittlere Fahrzeuge. Hier hinten haben wir noch einen kleinen Wald. So, hier ist die Karte zu Ende. Und hier hinten habe ich gesehen, genau, hier ist noch ein riesiges Feld. Wo ihr aber scheinbar nicht hinkommt. Genau. Ja, also die Karte ist nicht komplett ausgefüllt zum Bebauen. Also auch da ist noch Luft nach oben, so würde ich es mal bezeichnen. So, dann gehen wir hier nochmal kurz durchs Menü. Wir haben hier auf jeden Fall Standardfrüchte verbaut. Standardgüter. Dann die beiden Tierwiesen. Wir können Feldmissionen machen. Wir haben hier scheinbar eigene Charaktere drin. Produktionsketten gibt es auch keine. Gut, hätten wir das auch einmal besprochen. Und jetzt nochmal der Blick hier in die Logdatei.
Mal schauen, wie es da ausschaut. Aber ich vermute mal, da hier relativ wenig verbaut ist, sieht das Ganze, ja, fehlerfrei aus zum aktuellen Zeitpunkt. Auf jeden Fall eine sehr interessante Karte, so nenne ich es mal, die auch bestimmt ihre Liebhaber finden wird. Für mich persönlich wäre sie eher weniger was, zu wenig Produktion. Aber hier ist das Ganze mehr halt auf die Weltwirtschaft ausgelegt. Ja, in diesem Sinne sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Kommentar da. Ein Däumchen und ein Abo wäre natürlich ebenso ein Träumchen. In diesem Fall bis zum nächsten Mal. Ich bin raus und sage ciao, ciao.